Hallöchen, meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid und wir spielen wieder ein bisschen Resident Evil 7 weiter. Sodala, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben das Tagebuch des Gärtners gelesen, in dem wir ein bisschen was über Donnas Vergangenheit erfahren haben, dass sie eine Narbe im Gesicht hatte, für die sie sich sehr schämte. Schwebt hier eine Flasche? Ja, hier schwebt eine Flasche. Naja, gut, dass sie Flaschen permanent von der Erdanziehung lösen konnte und dass sie von Lady Miranda, Mother Miranda, adoptiert wurde, nachdem ihre Eltern gestorben sind. Die Frage ist nur, sind ihre Eltern wirklich an einem Suizid gestorben? Wer weiß, ne? Wenn Mother Miranda da schon ihre Experimente gemacht hat, was höchstwahrscheinlich der Fall ist, würde ich alles anzweifeln. Ich meine, wer weiß, wie genau, da hätte man so viel draus machen können, ne? Aber man kann immerhin viel spekulieren. Weil wer weiß, wie genau Mother Miranda die vier Adelshäuser übernommen hat. Waren die von Anfang an alle religiöse Fanatiker schon und haben sich sofort ihr angeschlossen? Oder hat sie die wirklich nach und nach gekapert? Anfangs die Dimitrescu, schon in den 50er Jahren, und dann darauf folgend die anderen Häuser. Karl Heisenberg wurde schon als Kind beispielsweise anscheinend infiziert. Auch das Gleiche bei Donna Beniviento. Da fragt man sich, bei Beniviento kriegt man so ein bisschen mit, ne? Angeblicher Selbstmord. Aber was ist mit den Eltern von Heisenberg? Seltsamer Zufall. Seltsamer Zufall, dass Mother Miranda die Kinder dieser beiden Adelshäuser adoptiert, unter Anführungsstrichen, oder? Wahrscheinlich so, wie sie Ethans Kind adoptiert. Tja, alles nur Spekulation, ne? Aber seltsam ist es schon. Bleib gleich im Boden. Das lohnt sich gar nicht. Sodala. Man könnte da viel rein interpretieren. Ob es stimmt, ist wieder eine andere Frage. Aber man könnte. So, zweites Babykörperteil. Es ist genauso bizarr, wie es klingt. Wir haben die Beine unseres Babys. Na dann. Das ist wirklich ein bisschen komisch, ne? Ich hab schon ein Video gemacht, das jetzt bald online geht, in dem rede ich so ein bisschen über Plotholes in dem Spiel, über Story-Elemente, die nicht wirklich viel Sinn machen. Da habe ich gar nicht erwähnt, aber hätte man auch so ja schön erwähnen können, diesen Apparat hier, weil wie alt ist das alles hier? Tiefstes Mittelalter wahrscheinlich? Zumindest wenn man sich die Geschichte des Dorfes ein bisschen anguckt und das Schloss. Und Mother Miranda gibt's aber erst seit dem frühen, oder im Grunde Mother Miranda als Kultführerin gibt's erst seit des 20. Jahrhunderts irgendwann, nach dem ersten Viertel. Und die Erbauer von diesem mittelalterlichen Ding wussten schon, dass irgendwann mal Mother Miranda hier Körperteile von einem Baby einsetzt, damit dann, was? Naja, was ganz wichtig ist bei Resident Evil 8 ist, das Dorf besuchen. Immer wieder das Dorf besuchen. Bei meinem ersten Playthrough habe ich nach Beniviento, bin ich direkt zu Moreau, weil ich mir dachte, na, das Dorf schaue ich mir später an. Sollte man nicht machen, denn es gibt Sachen, die können nur passieren, nachdem man einen Lord besiegt hat. Und, ne, danach nicht mehr. Deswegen sollte man unbedingt, nachdem man bei Beniviento war, hier auf den Friedhof gehen, weil dann passiert das.
Und dann ist hier das Grab offen, das eigentlich verschlossen ist. Und wir kriegen eine zerbrochene Steinplatte, auf der Claudi steht. Und hier liegen ein paar neue Leichen, glaube ich, oder? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, dieser optionale Boss, nach dem ich gerade gucken will, der kommt erst später, ganz sicher sogar. So, hier oben ist übrigens ein einzigartiges Tier. Wenn man seine Statusfähigkeiten hochleveln will, da sitzt er. Ich will ihm jetzt nichts tun, dem Armen. Jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube nicht, ne? Sonst ist nämlich jetzt nach Beneviento im Dorf gar nichts zu erledigen. Wir haben bei Beneviento nicht mal ein Werkzeug bekommen, das uns weiterhilft. Das kriegen wir jetzt erst bei Moreau wieder. Ein Erkundungswerkzeug, wenn man so will. Na gut, dann gehen wir zurück. Das Claudi-Ding haben wir. Eine Sache habe ich beim letzten Mal vergessen, bevor wir zu Beneviento gegangen sind. Ich habe doch in dieser Halskette einen Schlüssel gefunden. In der Halskette von dieser weiblichen Figur, die ursprünglich mal eine größere Rolle gehabt hätte, aber jetzt wohl leider nicht mehr hat. Da müssen wir nämlich nochmal hierher, weil hier steht das kleine Schatzkästchen von ihr. Luisa! Genau, kriegen wir nämlich Cesares Pokal. Cesare war auch einer der Oberhäupter des Dorfes früher. Aber welcher Familie gleich nochmal? Welcher Familie hat der gleich nochmal angehört? Vielleicht steht es in dem Text. Aber wir haben auf jeden Fall Angie, das ist schon mal cool, oder? Donners unheimliche Puppe. Sie bewegt sich nicht mehr. Ah, hier. Ein antiker Pokal aus dem Besitz Cäsars, einem der vier Gründer. Nein, steht ja auch nicht drin. Aber, ja. Ne, die vier Gründer von damals. Über die weiß man so gut wie nix. Die vier original Familienoberhäupter, die mit Sicherheit noch gar nichts mit Mother Miranda oder irgendwas zu tun hatten, die einfach nur dieses Dorf hier gegründet haben mit ihren seltsamen Steinstrukturen und so. Wer weiß. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? So, verkaufen wir ihm mal ein paar Schätze. Erstmal ein großer Kristall. Dann diesen hier. Dann diese da. Die gute Angie. Ich würde sie am liebsten behalten, aber solange ich noch Waffen aufzuleveln habe, kann man das schon machen. Die Halskette mit zwei Fassungen müssen wir uns aufheben. Hey, ich habe zweimal das Spiel durchgespielt und finde immer nur einen Stein für eine Fassung. Ich weiß nicht, wo man den zweiten herkriegt. Es ist irre. So. Cäsars Pokal. Ich finde das auch gut, dass unten immer steht, kombinierbar oder nicht kombinierbar. Da kann man alles verkaufen, einfach ohne viel, ne? Ah, Fräulein Angie. Herz allerliebst. Porzellanpuppen sind sehr beliebt, weißt du? Ja, ja. Die Fräulein Bitte Angie. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Du hast keine neuen Waren. Das wurde nur nie gepatcht, dass die Waren, die irgendwie freigeschaltet oder durch Collector's Edition dazu kommen, nicht dauernd leuchten, du Trottel. Okay, ich konzentriere mich jetzt wirklich voll auf die Schrotflinte. Wir haben jetzt genug Geld, um wenigstens ein Feuerkraft-Upgrade uns zu kaufen. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Und ein bisschen Nachladegeschwindigkeit. Ach komm, YOLO. So, sehr schön. Gut, gut. Danke für deine Treue. Ha, wir haben zwei Schuss für die Pumpgun. Gut investiertes Geld. Naja, für die Zukunft. So, jetzt müssen wir aber nochmal zurück zu Angie, denn wir haben ja jetzt diese Steinscheibe bekommen. Und mit dieser Steinscheibe können wir jetzt ein Grab öffnen. Ganz recht, wir gehen jetzt Grabräuber spielen. So weit ist es jetzt schon gekommen. Mit unserem Ethan. Wartet mal kurz. Ich habe mich gerade echt verlaufen. So, ich glaube, da müssen wir lang, oder? Ich rüste mal den Granatwerfer aus, weil ich weiß ja schon, was gleich kommt.
Das ist eine Stelle, die, glaube ich, sehr viele, also was ich so aus den Kommentaren von meinen Videos gelesen habe, die sehr viele komplett übersehen haben. Und wie gesagt, auch ich bei meinem ersten Playthrough nicht, weil ich eben nach meinem ersten Playthrough nicht... nicht das Dorf erkundet habe. Das ist das Problem. Immer, immer fleißig das Dorf erkunden, Kinder. Erkundenkunder ist auch okay. Okay. Wir sind hier. Es ist ungewöhnlich neblig. Und... The fuck? Ein Uriashdrak. Höchstpersönlich. Extrem zähe Gestalten. Beim ersten Playthrough, gerade auf hohen Schwierigkeitsgraden, kann das schon mal ein irrsinniger Gegner sein. Selbst mit unseren sehr überpowerten Waffen steckt er einfach ein und ein und ein. Ein Bullet Sponge, wie er im Buche steht. Ich habe mich schon gewundert, wo seine Verstärkung bleibt. Okay, das war's. Oh, und ich habe wirklich... Das war mein letzter Schuss. Ich habe keine Munition mehr. Damn it. Aber wirklich nichts mehr. Okay. So, der droppt jetzt hier die kristalline Riesenaxt, die ehrlich gesagt mehr wert ist als das, was wir gleich finden. Aber so ist das eben. So, jetzt können wir hier in das mysteriöse Benevento-Grab Cloud einsetzen. Und wir kriegen Berengarios Kelch. Genauso wie Cäsars Kelch, einer der vier Kelche. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Objekte im früheren Spielkonzept sehr viel eine größere Rolle gespielt hätten. Die vier Kelche der Gründer des Dorfes, ne? Das klingt wichtig. Das war früher in diesem Mittelalterkonzept wahrscheinlich was sehr Zentrales. Vielleicht musste man früher nicht die vier Zeile seines kristallisierten Babys suchen, sondern die vier Kelche. Das würde Sinn machen, oder? Antiker Kelch aus dem Besitz Berengarios. Einer der vier Gründer. Aber leider nichts. Nichts Besonderes, keine Hinweise auf diesen Dingern. Naja, gut, aber wir haben ihn. Verzeihung. Sodala. Dann latschen wir jetzt zurück ins Dorf nochmal. Und jetzt, nach diesem optionalen Boss, können wir uns gleich auf den nächsten Boss vorbereiten. Und zwar ohne Munition. Holy shit, ja. Das könnte ein Problem werden. Ich hoffe, wir kriegen genug Geld zusammen, dass ich ein paar Waffen die Munitionskapazität erweitern kann. Damit wir wenigstens ein volles Magazin vom Duke spendiert kriegen. Das ist wirklich doof. Der Bosskampf im Messer wird interessant. Für mich sieht Ethan mit den drei Fingern immer aus wie Ninja Turtle. Ich muss immer, ne? Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Anscheinend Donatello. Ich meine, oder der ist der Einzige, der so kleine, ich meine, Schwert, Messer, ne? Fast dasselbe. Habe ich Donatello gesagt? Ich meine natürlich Leonardo. Okay, die Riesenaxt
30.000, super wertvoll, der Kelch 18.000. What? Der eigentliche Schatz, wegen dem man da hingeht, ist weniger wert als das, was der Boss fallen lässt. Das ist irgendwie komisch, oder? Aber so ist es eben. Prächtig, was das wert ist. Also, keine Schrotflinte. Oh, das wäre gut. Ja, ja. Erhöhen wir das Magazin unserer Magnum. Das ist eine sehr gute Idee. 20 Magnum-Schuss ist gut. Sonst können wir uns... ich habe noch Scharfschützengewehrmunition. Die wird uns auch helfen. Aber da spare ich jetzt das Geld lieber. Weil das Scharfschützengewehr ist eh fast voll. Aber ich glaube, mit Magnum und Scharfschützengewehr schaffen wir den schon. Okay. Ich glaube, ich habe alles erledigt, oder? Genau, jetzt gehen wir hier. Können wir uns den Schatz holen? Ach ja, genau. Der Schlüssel des Geigenbauers. Da müssen wir hin. Das hätte ich fast vergessen. Wir müssen nochmal ins Dorf zurück. Ich speichere mal kurz. Wir müssen nochmal ins Dorf. Wir müssen zum Geigenbauer. Ich glaube, vorher können wir gar nicht. Stimmt, das ist sogar für die Story, für die Progression quasi absolut wichtig. Nicht optional. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Deswegen könnte ich keine Speedruns machen. Weil ich so Sachen vergesse. Ich glaube, mittlerweile hätte ich schon eine Abkürzung freigeschaltet zu dem Haus, oder? Naja. Ich glaube, ich hätte einfach auf dem Hauptplatz durch das Tor gehen können, das die ganze Zeit verschlossen ist. Tja. Ich gehe gern ein bisschen durchs Dorf spazieren. Es ist ja auch schön. Ich meine, jetzt gerade, wo ich durch die blutenden Ziegenköpfe laufe, wirkt das ein bisschen, ne, out of place, diese Aussage. Aber grundsätzlich ist es ja schon tatsächlich auch ein sehr schön designtes und auch, man kann sich vorstellen, wie idyllisch das auch war damals, vor langer Zeit. Oder vielleicht gar nicht so viel langer Zeit. Es ist ja auch ein schönes Dorf irgendwie. So, Schlüssel des Geigenbauers. Struptika. Das ist ein Musikinstrument-Maker. Okay. Schrotflintenmunition. Yes. So, jetzt brauchen wir eine Kombination. Eins der super schweren und legendären Rätsel in diesem Spiel. Nicht wirklich. Oh. Weil beim Eingang, wenn man sich ein bisschen umguckt... Oh, ich finde es nicht. Da haben wir es schon. Ah, Geld. Denn hier ist ganz auffällig dieses Happy Birthday Plakat mit 27.9.17. Und falls man es immer noch nicht versteht, haben sie hier noch einen Zettel hingelegt. Ich werde ihren 5. Geburtstag nie vergessen. Ah, wisst ihr aber was, da fällt mir zum ersten Mal was auf, das ist mir noch nie aufgefallen. Auch für mich gut, dass ich dieses Lore-Let's Play mache. Weil wir haben ja gerade drüber geredet, dass Karl Heisenberg ein Kind war, als mit ihm rumexperimentiert wurde. Dass Beneviento auch als Kind adoptiert wurde. Und dann haben wir hier quasi die Tochter des Geigenbauers. Ich werde ihren 5. Geburtstag nie vergessen. Der Geigenbauer ist verschwunden, steht vor der Tür. Von seiner Tochter ist keine Rede, weil die wahrscheinlich schon lange weg ist. Wahrscheinlich hat Beneviento eben schon lange die Kinder entführt vor allem. Da die ja eventuell die geeigneten, ne, für ihr Experiment. Aber dazu kommen wir noch. Miranda hat vor allem die Kinder wahrscheinlich geklaut. Ist mir noch nie aufgefallen, aber das kann man schon reininterpretieren. 27.9.17. Ah, Moment. Ich wollte schon 72 machen. Stahlhäselvogel.
Moment, ist es doch nur optional, dass man hierher kommt? Ja, wahrscheinlich. Ich dachte gerade, man findet hier ein Schlüsselfragment. Aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Hier findet man wahrscheinlich in seinem ersten Playthrough irgendeine gute Waffe oder sowas. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall haben wir Geld und können uns vielleicht noch ein Munitions-Upgrade kaufen jetzt. Auch gut. Jetzt muss ich kurz gucken. Vielleicht habe ich hier doch keine Abkürzung, oder? Ich meine doch, ich glaube, der kürzeste Weg ist jetzt hier über das Haus mit dem roten Kamin wieder, denke ich. Genau, hier hätte ich reingehen können. Na gut, na gut, na gut. Haben wir das auch gemacht. Der Geigenbau ist doch ein optionaler Schatz. Soll ich etwas für dich auswählen? Nö, nö. Also, Gelbquarz verkaufen, Stahlvogel verkaufen, stählerne Statue eines Wesens aus der nordischen Mythologie. Und sonst nichts verkaufen. Für sowas gibt man gerne sein Geld aus. Essen ist Leben. Oh, es reicht gerade nicht für ein Pumpgun-Munitions-Upgrade. Das ist wirklich schade. Ich kann unser Sturmgewehr mal upgraden. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Das Sturmgewehr benutze ich wirklich nur sehr selten. Weil das ist eine spezielle Waffe. Die schaltet man durch, wenn man es, glaube ich, auf schwer oder so durchgespielt hat. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall findet man für diese Waffe keine Munition im regulären Spiel. Die muss man immer beim Duke kaufen. Das mache ich einfach ungern. So, na dann. Auf zu Moreau. Wir sind wieder hier in dem Gebiet von der Belagerung vom Anfang, nur dass jetzt alles mit seltsamen grünen Schleim überwachsen ist. Und nein, sag nicht, der ist jetzt schon tot. Okay, ja, ich meine, das Sturmgewehr ist dafür anscheinend ziemlich mächtig, auch wenn man Munition dafür kaufen muss. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, nicht mal mit meinen überpowerten Superwaffen, weil das ist eigentlich ein Bosskampf im Endeffekt. Da hat man eine riesige Arena hier. Naja, so kann es gehen. Ich bin schwer verletzt, lange halte ich nicht mehr durch. Ich höre ihn draußen auf und abgehen. Er hat nicht mal gezuckt, als ich auf ihn geschossen habe. Und jetzt spielt er mit mir. Es ist kein normaler Wolf. Ja, come on. Aber ich verkriech mich nicht wie ein feiger Hund. Wenn ich es zur alten Wassermühle schaffe, kann ich ihn stoppen. Ich kann dich beschützen. Es ist ja nicht weit. Verdammt, mir ist so kalt. Ich kann meine Beine nicht bewegen. Es tut mir leid, Luisa. Bitte vergib mir. Mich verwirrt es, weil die alle gleich aussehen. Luizas Haus. Luisa war die... Ah ja. Luisa war die ältere Frau, die in dem Haus gewohnt hat. Das ist dann wahrscheinlich ihr Mann gewesen, nehme ich an, oder ein Verwandter auf jeden Fall. Und das, was wir da rausgeholt haben, den Kelch, war ein Erbstück. Das würde heißen, dass Luisa zu einer der Gründungsfamilien gehört. Na? Ha. Das müsste ich mal genauer investigieren, die Zusammenhänge hier. Das ist interessant. Naja, aber jetzt investigieren wir erstmal, warum hier alles so schleimig ist. Hm.
Ah. Warum sind hier Gegner? Seltsam. Weil sonst ist hier nichts Neues, glaube ich, ne? Naja, weiter geht's. Irgendeine schleimige Substanz. Ja, ich tue euch ja nix. Ein seltsames Foto eines seltenen Schweins. Dieses unter Anführungsstrichen Jagen, wie sie es nennen, die Entwickler, ist, glaube ich, auch ein seltsames Relikt aus einer sehr viel früheren Phase des Spiels. Ich glaube, das Spiel hätte ursprünglich wirklich mal eher in Richtung Survival wirklich gehen sollen. Und in eine ganz andere Richtung einnehmen sollen, vom Survival-Standpunkt her. Ich glaube wirklich, dass man hätte essen müssen, um zu überleben und wärmen und so weiter. Zumindest lassen manche Artworks drauf schließen. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt, aber auch das Artwork von Ethan mit drei verschieden großen Rucksäcken und vor allem den skelettierten, toten Ethan mit einem intakten Rucksack lassen sehr stark auf so eine Dark Souls-Mechanik schließen, dass man eben den verloren gegangenen Rucksack wiederholen muss von den toten Ethans, die vor einem da waren und sowas. Das ist schon alles sehr, ja, sehr anders geplant gewesen mal auf jeden Fall. Was ja, glaube ich, auch ganz normal ist, ne, mit der, die Entwicklung geht ja jetzt über viele, viele Jahre und viele Leute denken sich da immer, oh, warum haben die jetzt hier bitte 5 Jahre an dem Spiel entwickelt und dann dauert es nur 10 Stunden, weil erstens eben sehr viel Planung in das Spiel geflossen ist und sehr viel Konzepte und zweitens, was man auch nicht vergessen darf, Capcom-Spiele sind in der Regel recht gut gepolished. Die nehmen sich am Schluss nochmal mindestens ein Jahr Zeit oder ein halbes normalerweise, ähnlich wie Nintendo, um die Spiele dann auch wirklich zu polischen. Was von dem sich große, riesen AAA-Publisher ruhig was abschauen sollten. Ich habe nichts dagegen, wenn Assassin's Creed irgendwie in Zukunft 60 Stunden kürzer ist, aber dafür funktioniert's bei Release. Mutter Miranda, ich würde alles für dich tun. Ich nehme mir das mal. Halt! Was machst du mit Mutters geliebtem Kind? Sie ist nicht ihr Kind. Mehr hast du nicht zu sagen? Was meinst du mit ihr geliebtes Kind? Mutter will ihr Kind zurück. Verarsch mich nicht. Warte, bitte, wenn du das nimmst, lachen die anderen über mich. Aber wenn ich mich besser schlage als sie... Wen interessiert's? Warte, noch ein bisschen, bitte. Das ist so lustig. Du bist dumm, du redest zu viel. Das war's. Der Eingang ist dicht. Was soll das? Das ist mein Revier. Und ich lass dich nicht gehen. Okay, entkommen wir Moreau. Ethan ist aber auch ein selten dämlicher Charakter, oder?
Das ist dir nicht. Da guckt er ihm noch eine Viertelstunde zu und redet mit ihm, anstatt dass er es einfach nimmt. Wie komme ich hier raus? Wie kommen wir hier raus, Ethan? Ich glaube, wir müssen erst da hochgehen, wenn ich mich recht erinnere. Meine Munitionsknappheit macht mir ein bisschen Angst. Ich glaube, wir müssen jetzt mal ein bisschen Magnum verschießen, auch wenn es mir im Herzen wehtut. Ach, guck, immerhin, 10 Schuss Pistole. Besser als nix. Zwei Schuss Pumpgun. Das bedeutet im Idealfall 2 tote Lycans. Ja, oder auch nicht. Das war leider erst der Anfang, befürchte ich. Deswegen schaue ich mal kurz, ob wir hier noch was finden. Nein, keine Munition. Bootsschlüssel. Den brauchen wir später. Oh, habt ihr das gesehen? Wie kann der durch das winzige Fenster springen? Bullshit, sage ich. Bullshit. Aber jetzt haben wir alle schön in einer Falle. Oh oh. Mensch, die Munitionsknappheit. Oh, die töten mich. Ah, wisst ihr, ich bin ein bisschen doof, ne? Manchmal vergesse ich, dass man craften könnte. Ein paar Schuss Schrotflinte und so könnten wir uns schon machen. So, das hat geholfen. Holen wir uns unsere Werwolf-Schätze. Die waren wenigstens sehr dropfreudig. Viele schöne Sachen, die das Kämpfen schöner machen. Irgendwie hätte ich auch gern so eine Hütte in einer Höhle. Ich weiß nicht genau warum, aber das ist irgendwie eine total romantische Vorstellung für mich gerade. Ein Häuschen in der Höhle mit so einem kleinen Loch, wo ein paar Pflanzen wachsen. Ich meine, ohne die Leichen und den ganzen Tod und so. Aber ne, so eine schöne kleine Höhlenhütte würde ich die nennen. Harald Höhlenhütte wäre der Name von meiner Hütte. Ich find's gut. So, weiter geht's. Mich würde interessieren, was hier steht. Willst du mich verarschen? Wie die immer auf einen zusprinten, aber dann kurz vor einem abbremsen, damit man Zeit hat, schön drauf zu schießen. Sei so gut und bring den Bootsschlüssel zurück in die Hütte in der Mine. Hans ist tot, also ist erstmal Schluss mit Fischen.
Ich meine, wir wissen doch alle, dass sein Tod kein Unfall war. Es ergibt... Er wurde samt Boot von einem riesigen Fisch gefressen. Guck mal, den Schatz da hinten habe ich noch nie bekommen. Ich weiß nicht, was da drin ist und ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Ich weiß es wirklich nicht. Da muss ich echt mal... Vielleicht, nachdem wir den... Weil wir verändern hier jetzt gleich den Wasserspiegel. Vielleicht muss ich mal nach des Wasserspiegels verändern hier nochmal herschauen. Ich weiß wirklich nicht, wie man da hinkommt, nämlich sonst. Ich weiß es nicht. Ich meine, theoretisch, wenn Ethan ein echter Mensch wäre, könnte man sich hier durchzwängen. Aber das Spiel bietet mir diese Option nicht an. Und hier geht's auch nicht weiter. Das muss irgendwie anders gehen. Aber ich weiß es nicht. Naja. Was war das? Weil hier geht's auch nicht weiter, glaube ich, oder? Oder etwa doch? Nein, eben, genau. Unsichtbare Wand. Aber vielleicht muss ich hier wirklich nochmal herkommen, wenn wir den Wasserstand geändert haben. Na, das könnte sein, das versuchen wir. Ich hoffe, ich denke dran. Ist hier wirklich nix? Ach so, ein paar Fische, die man jagen könnte, ne? Ich verstehe. Naja, gut. Ja, genau, hier wäre ein Fisch. Fischreservoir. Naja, gut. Wir gehen weiter. Was ist das denn? Eine Forschungsstation? Was läuft hier für ein kranker Scheiß? Runter von mir! Halt still, verdammt! Ethan, hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Wäre doch schade, wenn dir jetzt was zustieße. Ach ja? So schade wie bei mir? Na los doch, bring's zu Ende! Hey Boss, die Bewegungssensoren schlagen Alarm. Wir sollten weiter. Die Sensoren? Wo genau? Unbekannt. Schätze mal, wir waren zu lange hier und Miranda weiß es. Hey, sagtest du Miranda? Was wisst ihr noch? Vergiss es, Ethan, das ist eine Nummer zu groß für dich. Was hat die Probe ergeben? Ist definitiv mit dem Pilz verwandt. Du hältst dich aus der Sache raus. Welche Sache? Ach, schau! Ist geflutet. Keine Chance. Ich habe keine Zeit für dich. Zu spät. Miranda bereitet die Zeremonie bereits vor. Hat sie dich geschickt, um mich aufzuhalten? Dass ich nicht lache. Sag das nicht. Das ist
Fair. Ich gehöre an ihre Seite, nicht du. Was laberst du? Was ist los mit dir, Mann? Ich kann es nicht mehr halten. Oh Gott, Mutter, warum? Warum? Die Verwandlung geht wirklich schnell, oder? Und dann wieder auch noch, wo kommt die Masse immer her bei Resident Evil? Es ist, wahrscheinlich ziehen die so viele kleine Partikel aus der Atmosphäre. So, Pro-Trick, Achtung. Wenn ihr das noch nicht gespielt habt oder wieder mal durchspielt, macht das und ihr werdet euch später sehr drüber freuen. Das erspart euch nämlich eine ziemlich nervige Passage später. Verdammt, was jetzt? Moreaus Klinik. Da gehen wir gleich lang, aber erst gehen wir da hoch. Geflutet, hat er gesagt. Genau, deswegen müssen wir das nachher entfluten. Ja, bla bla, Anleitung, wie man das macht, braucht man nicht zum Glück. Kann man ignorieren, das Spiel leitet einem schon dahin, wo man hin muss. Duke! Oh, er ist eingeschlafen. Mit einem Buch in der Hand. Ist er nicht niedlich? Ich will ihn gar nicht wecken. Ich will nur kurz speichern. Ich bin gleich wieder weg. Wir haben, glaube ich, eh keine Schätze. Naja, ein bisschen. Ah! Okay, hi, wenn du schon wach bist... Sieh dich in aller Ruhe um. Dann verkaufe ich doch schnell was. Ja, stimmt. Und wie? Wir haben ja die Kristallbestie getötet. Klimpergeld. Klimperlim. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. 135.000 kostet das letzte Stärke-Upgrade für die Pumpgun. Nicht schlecht. Nicht mal das Medizins-Update für die Pimpgun können wir uns kufen. Ich glaube, ich werde jetzt mich voll auf die Pumpgun konzentrieren einfach. Alles Geld, was wir haben, danke immer nur in die Pumpgun stecken. Auch wenn wir dafür keine Munition haben aktuell. Aber die crafte ich jetzt wirklich. Komm. Nicht, dass wir jetzt Munition bräuchten gerade, ehrlich gesagt. Aber trotzdem. Ich mache mir noch eine Heilung. Und ansonsten Pumpgun-Munition. Und ein bisschen Sprengstoff. Kann auch nicht schaden. Vielleicht gibt uns das Spiel mehr Crafting-Materialien, wenn ich ganz viel crafte. Schöne Nachladeanimation, oder? Ich finde immer noch, die Nachladeanimation aus Resident Evil 4 ist wirklich fantastisch. Die Nachladeanimationen aus dem Spiel sind so schön gemacht und haben so... Ne, das fühlt sich so gut an. Gerade wenn er das Scharfschützengewehr nachlädt, finde ich. Dann hört man, ne, man spürt den Widerstand in der Waffe richtig. Das Gewicht. Es ist einfach toll gemacht. Richtig gut. Das macht richtig Spaß, danach zu laden. Ich glaube, die Kurbel macht's nicht mehr lange. Ist schon ewig alt und entsprechend ramponiert. Im Fall, dass sie bricht, geh rüber und hol die von Windmühle 2. Das ist der einzige Ersatz, den wir haben. Ah, Hühner, habt ihr mich erschreckt. Ich wollte nur euren kleinen Schatz hier klauen. Das ist eigentlich alles. Und euren Schrott. Ihr könnt weiter jetzt eures Tages walten oder so ähnlich. Oh, wer hätte das erwartet? Jetzt ist die Kurbel kaputt. Echt jetzt? Fast so genau, wie wir es gerade noch auf dem Zettel gelesen haben. Verrückt. Da müssen wir wohl zur Windmühle 2. Der einzige Ersatz, den die haben. Ah,
Also, weil ich es mir gerade nicht durchgelesen habe, erkläre ich es vielleicht kurz. Im Endeffekt wollen wir den Staudamm, das Schaltzentrum, mit Strom versorgen und dafür müssen wir die Windmühlen anwerfen. Und nur wenn alle laufen und die läuft eben nicht, dann haben wir genug Energie. So, und jetzt kommt die gute alte Riesenfisch will uns im Wasser essen Stelle. Kriegst du nicht zu futtern. Es gibt aber wirklich nur ein paar Stellen, an denen der für uns überhaupt gefährlich werden kann. Ah ja, genau, guckt, und hier die Stelle. Da müsste man eigentlich über den Steg nach vorne laufen, schnell die beiden Dinger wegschießen und schnell wieder zurück, bevor er kommt. Super stressige Stelle. Erspart man sich durch ein paar gezielte Schüsse mit dem Scharfschützengewehr früh im Spiel. Super easy. Barely an inconvenience. Surala. Ich weiß nicht, warum er an der Stelle verdammt sagt. Ich weiß nicht, was sein Plan gewesen wäre und... Hä? Aber irgendwas passt ihm scheinbar nicht. Widerlich. Ich find's gar nicht so widerlich, ehrlich gesagt. Der Hebel sieht relativ unberührt aus. So, jetzt kommt ein überaus seltsames Rätsel. Da scheitere ich leider immer wieder, weil ich's mir nicht merken kann, die Reihenfolge. Magnum-Munition. Sehr gut. So, perfekt. Nein, jetzt hat uns echt erwischt. Ach, come on, damit habe ich nicht gerechnet. Naja, so kann es gehen. Ich bin der Beste! Hatte er wohl recht. Beim ersten Mal zumindest, dass er der Beste ist. Zum Glück scheinen diese Holzstege hier zu viel für ihn zu sein. Die kann er wohl nicht kaputt machen. Glück gehabt. Wo sind wir denn? Ach so, ja, ich verstehe. Okay, Moment. Hey. Alles nur gescriptet hier. Man muss sich eigentlich kaum Sorgen machen bei dem Boss. Was für ein Fang! Ich muss hier weg! Wenn er jetzt wirklich die Mühle kaputt machen würde, hätten wir echt ein Problem, weil dann kriegen wir nicht mehr genug Strom zusammen. Fürs Wasserwerk. Deswegen wird er das nicht tun.
verwerben die Kurbel. Dann müssen wir, glaube ich, wirklich erst dahin gehen und das untersuchen, damit wir dann die Kurbel benutzen können. Ja, es ist komisch, aber das Spiel will es so. Das Spiel will es so. Jetzt bleibt die Mühle natürlich genauso stehen, dass wir eine Leiter haben. Okay. Also jetzt kommt das Schalltafelrätsel. Die Schwierigkeit in diesem Rätsel ist, dass der Zettel um 90 Grad gedreht ist. Oh oh. Finde ich irgendwie lustig. Was stimmt noch nicht? Ah, warte, hier brauchen wir noch, genau. Wir können den Zettel aber auch nicht bewegen oder so. Da müssen wir durch. Geschafft. Gehen wir nochmal schnell zum Duke. Soll ich etwas für dich auswählen? Wie heißt es doch so schön? Klein Vieh macht auch Mist. Komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. Ach ja, komm, jetzt machen wir Moro in der Folge noch fertig, würde ich sagen. Mein kostbares Wasser. Ein wunderschönes Meerjungfrauenwesen. Erster Oktober, ein sonniger Tag. Mutter Miranda hat mir 5 Leute aus dem Dorf gebracht, wie ich sie gebeten habe. Ich habe sie mit einer Flüssigkeit einschlafen lassen und ihnen dann das Kadeau in ihre Bäuche getan. Ich freue mich schon darauf, wie es in ihnen heranwächst. 2. Oktober, ein wolkiger Tag. 4 von den Leuten auf dem Dorf waren heute Morgen tot. Einer ist fast ein Lykan. Ich habe ihn in mein Labor in den Bergen geschickt. Ich habe schon wieder versagt. Mutter will starke Höhlen, aber ich krieg keine hin. Ich brauche mehr Leute aus dem Dorf. Vielleicht bist du auch einfach ein Trottel. Die Möglichkeit muss man in Betracht ziehen. So, jetzt passt mal auf. Wie wär's mit ein bisschen Granaten werfen? Zeit. Thank you.
bin mir nicht sicher, ob man ihm da überhaupt wirklich was tun kann, aber vielleicht. Ich meine, wäre gemein, wenn er da oben unsterblich wäre, finde ich, oder? Ich fände es gemein. Ah, er ist so nah an mir dran. Schnell. Ah, Mist. Ich dachte, ich kann doch schnell schießen. Ich bin hier in einer ungünstigen Position gerade. Oh, er geht schon wieder Säure spucken. Na gut. Ich warte mal, bis er runterkommt. Ich weiß nicht, ob er da oben wirklich verwundbar ist. Hä? Aber du stirbst jetzt nicht da oben, oder? Schon irgendwie ein armer Kerl, ne? So. Im wahrsten Sinne ein Ekelpaket. Also ich muss echt sagen, die One-Liner sind im Englischen besser. Mehr bescheuerter 80er-Jahre-Actionheld. Ich glaube, im Englischen sagt er, quasi, wenn man es wörtlich übersetzt, er ist gestorben, wie er gelebt hat. Widerlich. Finde ich besser. Wie, er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Ekelpaket. Ich verstehe nicht mal, was da der Gag dran sein soll. Weil er voller ekliger Sachen war oder so. Hm, keine Ahnung. Da vorne ist der Ausgang. Mutter Miranda hat mir ein Gefäß mit Rose gegeben. Niemand mag mich, deswegen habe ich gedacht, sie würde mich wieder vergessen. Aber Heisenberg hat gesagt, dass wir alle was von Rose bekommen haben. Wenn nicht alle da sind, kann die Zeremonie nicht stattfinden. Mutter scheint es aber nicht zu kümmern. Mutter hat gesagt, Rose ist meine Hülle. Mit einer Hülle bekommt Mutter ihr wahres Kind zurück. Auch wenn sie schon ganz lange tot ist. Aber wenn Mutter das tut, dann... Was passiert dann mit mir? Ich bin nicht ihr Kind. Wird sie mich verlassen? Nein, das will ich nicht. Nein, 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 nein. Tja, noch ein Schlüsselfragment. Und ein Kadeau daneben. Hältst dich besser als erwartet. Wer ist da? Ach komm. Wir kennen uns doch schon, aber nicht so wichtig. Du bist der Letzte, um den ich mich kümmern muss, oder? Du hast Eier. Das muss ich dir lassen. Aber wie geht es weiter, wenn du die vier Flakons hast? Worauf willst du hinaus? Ich könnte dir helfen. Willst du dich mir anschließen? Mach dich nicht lächerlich. Ich könnte dich jederzeit umlegen. Da ist eine Festung, etwas außerhalb des Dorfes. Dort ist er, mein Flakon. Hol ihn dir und du bestehst. Na dann, erstmal zum Friedhof. Was für ein Wichser.
Ein Cadeau. Ist er nicht wunderschön? Naja. Lebt das Ding? Ach, da kommen wir nicht durch. Na dann, okay. So, jetzt würde mich echt interessieren, ob wir nochmal dahin zurück können. Wo das Boot mit dem Schatz war, den ich noch nie bekommen habe. Ist das der richtige Weg? Nee, da gehe ich zur Werwolfhöhle, oder? Ja, nee, zur Werwolfhöhle wollen wir nicht. Genau, da lang wollen wir. Aber müsste hier nicht alles jetzt erst recht voll überschwemmt sein? Wir haben doch in den Bereich hier Wasser abgelassen. Ach nee, hier ist kein Wasser mehr. Und jetzt können wir hier lang gehen und finden nichts. Aber wir können hier lang gehen. Hier war ich noch nie, Leute. Super spannend. Super leere Kiste. Eine Engelstatue aus Silber. Na guck, hatte ich tatsächlich noch nie. Ah, und guckt. Ein Collectible quasi, diese Ziegenstatuen, die man alle finden muss. Naja, cool, oder? Hätten wir das auch. Wir sind im Moros-Gebiet noch nicht ganz fertig. Es gibt jetzt noch einen optionalen Bereich, in dem findet man nur Schätze, glaube ich. Den schauen wir uns an und dann werden wir relativ viel Schatzsuche machen können. Jetzt mit der Kurbel hier aus dem Reservoir und dem Bootschlüssel gibt es nämlich einige Gebiete, die wir jetzt betreten können, die für uns vorher unzugänglich waren. Und da finden wir einige interessante kleine Texte und Schätze. Und ich schätze, das wird ganz spannend. Eine große Schatzsuchenfolge kommt jetzt, glaube ich, dann. Ich lasse mich schnell gucken. Die nächste Schreibmaschine müsste hier sein, genau. So, Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt für heute Schluss. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Beim nächsten Mal wird es schätzungsweise golden. Keine Ahnung. Bis dann. Macht's gut. Ciao.